Da, wieder der Schatten des Krans. Es hat schon was von Ground Zero, ne? Das ist, wie das früher mal aussah. Meine Güte, echt heftig. Ja, ja, tschüss, tschüss. Mach's gut. Oh, oh. Das war knapp. Das war knapp, da bin ich schon auf diesen Stein gekommen, glaube ich. So, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich alles schon gesagt habe und wo ich eben stehen geblieben bin. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Ich weiß schon, was ich gesagt habe, aber ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Zwecks YouTube, mein Video oder weiß der Geier, was es da nicht alles gibt. Ich kann nur jeden mal raten, der so ein bisschen Lust hatte, sowas zu tun, einfach mal auszuprobieren. Ist schon eine interessante Sache mit YouTube. Auch später diese Analysenmöglichkeiten, die man hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, damit müsste ich mich mal echt ein bisschen besser auseinandersetzen. Das ist ja, man ist ja erschlagen von der Vielfalt, was da alles möglich ist. Ist ja unglaublich. Ich war echt beeindruckt. Ich habe die ersten Videos hochgeladen, dann haben die ersten geguckt. Dann kann ich irgendwo Spitzen sehen, dass da keine Ahnung wie viele Minuten irgendwas geguckt worden ist. Und das haben Abonnenten und Nicht-Abonnenten geguckt und das haben dies, das. Also ich weiß momentan nicht so genau, wie ich... Boah, ist hier was los. Sehr schön, das gefällt mir. Ich weiß momentan noch nicht so ganz, wie man das alles auswerten soll oder schon, wie man es auswerten soll, aber was man damit genau anfangen soll mit dieser Auswertung, wie man das quasi umsetzt, um seinen Content zu verbessern. Okay, da muss so stehen bleiben, weil das ist natürlich schon, glaube ich, ein sehr extrem gutes und sehr geiles Hilfsmittel, was man hat. Diese unendlichen, ich mag ja eh Statistik, ne? Ich bin ja so ein absoluter Statistik-Fan, muss ich sagen. Wenn ich Sportveranstaltungen schaue, schaue ich mir meist vorher auch, so viel Sport schaue ich allerdings jetzt nicht, schaue ich mir dann doch meist vorher irgendwie Statistiken dazu an. Einfach, ich weiß auch gar nicht warum, ich finde es einfach irgendwie cool. Ich mag Zahlen und ja, da bin ich bei YouTube genau richtig gelandet und das ist für mich noch... hört sich ein bisschen doof an, aber es ist schon ein Motivationspunkt auch mehr. Also ich war so schon motiviert. Ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt. Also ich habe früher schon mal Videos hochgeladen, so Werbevideos irgendwie und so und bla bla bla. Keine Ahnung, von irgendwelcher Werbung, die im Fernsehen lief. Und das habe ich schon vor Jahren mal hochgeladen und dann wurde es geklickt und so. Und ich habe auch gesehen, dass es da so ein bisschen Statistik gibt. Habe mich damit aber nie befasst, weil ich nicht die Zeit, nicht annähernd die Zeit hatte, irgendwas intensiv mit YouTube zu machen. Und dementsprechend, ja, habe ich das da gar nicht so wahrgenommen. Und jetzt, wo ich anfange, gerade ein bisschen mehr Zeit in YouTube zu investieren, ja, ist das ganz interessant zu sehen, was man da wirklich, was man da wirklich für Möglichkeiten hat. Und ich kenne auch einige wirklich, die sagen, ja, YouTube und ah, machst dich da nicht lächerlich und so und sind da ein bisschen skeptisch. Ja, die Frage ist ja, was will man mit YouTube erreichen? Ich würde mich lächerlich machen, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich will ein berühmter YouTuber werden oder so. Und ich würde es nicht schaffen. Dann würde ich mich vielleicht lächerlich machen, wobei ich selbst das überzogen finden würde, weil es ja nie verkehrt ist, Träume, Wünsche und Visionen zu haben. Aber sowas würde ich auch in meinem Umfeld nicht äußern und sowas denke ich persönlich auch gar nicht. Ich bin jetzt da nicht so der Mensch, der unbedingt direkt berühmt sein will, weil ich glaube, das hat auch genügend Nachteile dann. Weiß man nicht, wie es ist, ne? Keine Ahnung, was irgendwann mal ist. Generell, glaube ich, wird es eh viele, 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 viele Jahre brauchen.
Leute wie Gronkh und Sarrazin haben da zur richtigen Zeit am richtigen Ort gesessen. Ich weiß noch, wie ich damals wirklich die Videos gesehen habe von ihnen hier mit Minecraft und so. Und das war alles noch neu und vor allen Dingen gingen mehr als 15-Minuten-Videos nicht. Ja, war trotzdem irgendwie cool und habe ich wirklich immer nach der Arbeit, habe ich mir das reingezogen, einfach zur Entspannung. Ich fand das so cool. Und bei Gronkh finde ich, es war halt der erste YouTuber, den ich wirklich auf YouTube so als Let's Player kennengelernt habe. Und da war, wie gesagt, mit Minecraft am Anfang. Ja. Dementsprechend hat man da diesen Werdegang die Jahre verfolgt. Und ich weiß auch ganz genau, dass er das jahrelang macht und dementsprechend professionell geworden ist. Wenn man sich heute, das ist ganz witzig, wenn man sich heute seine alten Videos anguckt, dann ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich jetzt habe. Wobei die Konkurrenz halt wesentlich höher ist. Wobei ich mich mit Gronkh niemals direkt vergleichen würden wollen wollte. Meine Güte, war das Wort überhaupt richtig, weil ja, jeder ist ja irgendwie eigen und ich glaube, er hat ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was er dazu sagen soll. Er ist halt er und jeder ist halt jeder. Ja, also jeder ist, keine Ahnung, einzigartig halt. Und ich glaube, es wäre schon ein Traum für mich, ne? Das muss ich schon sagen. Das ist schon ein Traum, dass man irgendwann davon vielleicht ein bisschen leben kann. Man muss ja kein extrem gutes Leben haben mit YouTube. Aber es wäre schon so ein bisschen ein Traum, dass man sagt, man kommt damit so ein bisschen über die Runden vielleicht und ja, präsentiert jeden Tag seinen Content und ja. Das wäre vielleicht so ein Traum von mir. Wenn man mich fragen würde, warum bist du YouTuber geworden? Würde ich sagen, jetzt gerade auch Spaß an der Freude, allerdings schon auch mit den Hintergedanken, dass vielleicht irgendwann, wenn es denn Spaß macht, das ist die Grundvoraussetzung, das zu versuchen, so ein bisschen professionalisieren, davon bin ich ganz weit weg, das weiß ich auch und davon sind viele YouTuber natürlich auch ganz weit weg, was prinzipiell, denke ich mal, aber nicht schlimm ist und es gibt es doch eigentlich nichts Besseres, das muss man doch sagen, wenn man Spiele liebt, ja, man muss natürlich Spiele lieben, nichts Besseres, als wenn du mit Let's Plays deinen Lebensunterhalt verdienst. Und ich persönlich liebe Spiele, habe schon immer Spiele gespielt. Ich fahre jetzt einfach mal, das passt schon. Und da gibt es natürlich nichts Besseres. Allerdings, wie gesagt, mein Umfeld hält mich da auch Gott sei Dank sehr auf dem Boden der Tatsachen. Naja, ich weiß noch, wo die ersten Views halt kamen und das erste Mal die 200-Minuten-Marke am Tag geknackt worden ist und so. Und dann freut man sich dann halt schon und sagt, oh ja, es wird ja doch ein bisschen geguckt. Ist natürlich klar, für mich sind das so kleine Erfolge und was mich auch motiviert weiterzumachen. Für große YouTuber, ich meine, wenn einer von den Großen sich über 200 Minuten zuschauen freut am Tag, glaube ich, ja, wäre das dem nicht gerecht, ne, dass man die große YouTuber nennt, die haben wahrscheinlich zigtausend Stunden am Tag, wo dazu geguckt wird. Aber worauf ich hinaus wollte, jetzt eigentlich war, sollte mir das auf Dauer Spaß machen, werde ich das vielleicht noch ein bisschen intensivieren. Das ist das richtige Wort dafür, und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich habe mir jetzt erstmal gesagt, erstmal machst du jetzt so wirklich ein halbes Jahr YouTube, schaust mal, wie geht sich das überhaupt mit deiner Freizeit aus, weil man darf nicht vergessen, das ist schon sehr freizeitintensiv auch, das ist schon ein Beruf und ich glaube, die professionellen YouTuber investieren deutlich mehr Zeit wie ich da rein. Das ist nicht so einfach. Wenn man dann bedenkt, man geht arbeiten, hat vielleicht noch eine Freundin oder einen Freund, je nachdem. Müssen wir hier raus? Nö. Uff, hat keiner gesagt, wir können weiterfahren.
dann ist vielleicht noch irgendwie, hat man ja ein Umfeld, einen Freundeskreis, der einen ab und an mal sehen will, und dann noch YouTube machen und nach Möglichkeit 2, 3 Videos am Tag, um ein bisschen abwechslungsreichen Content anbieten zu können. Das ist dann schon, für mich ist das jetzt ein Fulltime-Job, muss ich gerade sagen. Also das ist schon wirklich so, dass ich Freunde und Familie nicht zu kurz kommen lasse. Ich finde das, achso, okay, wir müssen hier raus. Ich finde das schon wichtig, dass man Freunde und Familie hat und dementsprechend werde ich nicht momentan über 3 Videos am Tag kommen. Wahrscheinlich wird sich das irgendwann sogar bei 2 Videos am Tag einpendeln. Weil das anders nur schwer schaffbar ist. Wobei ich auch sagen muss, wenn man jetzt sagt, ja, 2, 3 Videos am Tag ist auch ausreichend, sicherlich ist das ausreichend, gerade als Anfänger sowieso. Aber ich sage mir auch, wie gesagt, mir ist es wichtig, ein bisschen Abwechslung zu bieten, mich vor allen Dingen auch in den verschiedenen Bereichen auszuprobieren, welche Spielegenre. Ah, ich dachte, der fährt da noch vorbei. Welche Spielegenre ja, ist wie zu spielen oder was sagt man dazu? Ne? Bei so einem Spiel muss man ja sehr, sehr viel reden. Da gibt es ja storylastigere Spiele, wo man auch so ein bisschen, also ich gebe übrigens Vollgas, wo man auch ein bisschen das Spiel seinen Lauf lassen kann und man nicht so viel redet. All das spielt natürlich eine Rolle. Jetzt kommt zum Beispiel Doom 3. Ich habe auch überlegt, mir das zu holen. Habe auch die Open Beta gespielt. Muss sagen, habe seit Ewigkeiten keine Shooter mehr gespielt. Habe aber richtig Bock eigentlich auf dieses Spiel. Bin aber ein bisschen unentschlossen, ob ich das vernünftig Let's Playen könnte, weil ja, ist so ein bisschen die Frage, ob das nicht ein bisschen trist ist. Immer Kill und keine Ahnung, Double Kill und keine Ahnung, was da nicht alles gibt. Na, da hat man 5 Leute hintereinander getötet, freut sich, dann wird man getötet, dann wird man 3 Mal hintereinander erstmal selber getötet, bevor man jemand anderes tötet. Und ich glaube, das ist schön und macht am Anfang auch Spaß, aber ich glaube, als Let's Play persönlich wäre mir das, es wäre mir, glaube ich, zu fad, so auf Dauer. Ich weiß es aber auch ehrlich gesagt nicht. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Ist ja nicht so, dass man sich nicht auch mal versuchen kann. Man muss die Videos ja, oh, ein Zuckler wieder. Man muss die Videos ja nicht immer gleich online stellen und man kann natürlich auch so gucken und die Videos dann löschen, wenn sie halt Schrott sind. Aber auch das ist natürlich Zeit, die man in Endeffekt investiert in sein Let's Play Dasein. Auch wenn man dann wahrscheinlich alles sieht. Oh, oh, oh. 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 Okay. Ich habe nicht aufgepasst vor lauter Quatschen. Und auf jeden Fall, das war eine harte Strafe. Aber wir waren auch schnell. Auf jeden Fall darf man das ja auch nicht verachten. Und das geht ja nicht nur mir so, logischerweise geht das jedem YouTuber so, der nicht nur Let's Plays macht. Ich kann mir auch vorstellen, ein LeFloid oder so braucht da Stunden über Stunden, um am Ende einen 10, 15 Minuten Clip darzustellen. Und ich finde ja wirklich, eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist das YouTube-Dasein so auch so ein bisschen Kunst. Eigentlich ist das Kunst. Weil jeder YouTuber ist ja eigentlich auf seine Art kreativ. Sei es hier beim Let's Play, beim Spielen kreative Wege vielleicht zu finden, ist jetzt bei den Spielen nicht unbedingt gegeben, aber es gibt ja auch Spiele, die Raum für Kreativität lassen. Unter anderem Minecraft halt natürlich ganz klar. Ist natürlich auch eine Art der Kunst, finde ich zumindest. Wobei ich jetzt auch kein Kunstkenner oder Liebhaber oder sonst irgendwas bin. Aber eigentlich würde ich das schon auch da so ein bisschen rein definieren. Und ja, auch wenn man hier sowas macht, ist man ja trotz dessen, also bei solchen Spielen, künstlerisch in der Form, dass man frei vor sich her quatscht. Ich meine, das ist schon wieder zu schnell. Was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, ob ich hier runter muss. Muss ich nicht. Also die Fahrt hat sich für uns mal gar nicht gelohnt. Aber gut, ich habe lang genug gefordert. Jetzt trifft es mich mal. Also in der Nähe eines Polizeiwagens nicht zu schnell fahren.
Das ist, wenn man so viel quatscht, ne? Oh, hier haben wir ein schönes kleines Waldgebiet. Oh, ich glaube, ich fahre hier ein bisschen schnell. Und ich würde das jetzt nicht mit Kunst von irgendwelchen Gemälden oder so direkt vergleichen, aber auch das ist eine Form der Kunst, kann man sagen, weil ja, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, wie man Kunst definieren kann. Gibt es dafür überhaupt eine genaue Definition, was Kunst ist und was nicht? Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich persönlich, das ist wie gesagt eine persönliche Meinung und das ist, ja, warte mal halt da. Alter Falter. Sehe das halt schon so ein bisschen als Kunst. Da ist wieder Polizeiwagen, wir passen auf, dass wir nicht zu schnell fahren. Sonst verdienen wir gar nichts mit der Tour nachher. Ja, und da muss man halt dann mal gucken. Eigentlich müssen wir nicht gucken, weil ich jetzt völlig den Faden gerade wieder verloren habe.